So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Das letzte Mal haben wir ja von dem Lünen hier auf der Gerudo-Ebene, auf dem Gerudo-Plateau ziemlich aufs Maul gekriegt. Der hat uns 360 no-scoped, der da hinten. Und ich habe mir gedacht, wenn wir uns so das Plateau angucken, das ist ja noch viel größer, da hinten muss doch irgendwas sein, was der Lüne bewacht. Ne? Oh nein, er hat das schon wieder gesehen. Nein, geh, lass mich, ich will, nein. Geh weg, lass mich bitte in Ruhe. Hat der uns gesehen? Nein, aber er weiß, dass hier irgendwas ist. Dann müssen wir uns an dem irgendwie vorbeisneaken. Weil fighten will ich den echt nicht. Wir haben ja beim letzten Mal gesehen, was da passiert ist. Na du? Der weiß genau, dass wir hier sind. Der weiß genau, dass wir hier sind. Erstmal einen schönen großen Bogen außenrum machen. Ich glaube, er hat uns trotzdem gesehen. Er kommt gerade auf uns zu, oder? Nein, tut er nicht. Immer schön den Lünen im Blick behalten. Vor den Dingern habe ich immer noch Angst. Ich weiß nicht, eigentlich sollten wir die doch mittlerweile bekämpfen können, solange wie wir jetzt schon im Spiel sind. Ei. Darf ich's... Oh, da wollte ich eigentlich noch gar nicht rein hier in den Spalt, aber gut. Aua, der macht Schaden. Was ist denn da los? Ach, ich wollte ja auch noch kochen. So viel zu tun. Mann. Hallo, tschüss. Lass mich bitte gehen. Hallo. Ich will gar nicht kämpfen. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich wollte nur Loot suchen. Aber das gibt's hier anscheinend nicht. Da hätten wir noch eine Schatzkiste. Also ein bisschen Loot ist da. Mit einem violetten Rubin. Gut, nehme ich gerne an mich. Da ist noch ein Wolfi. Okay, aber ansonsten scheint es hier nichts zu geben. Ich gehe mal noch bis vorne. Da hinter dem Berg, hinter der Erhöhung könnte noch was verborgen liegen. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Dankeschön, Mifa. Oh, ich hoffe, das pustet jetzt nicht ins Mikrofon, dass es mir gerade zum Fenster reinweht. Schnell das Fenster zumachen. So, nee, hier scheint tatsächlich nichts mehr zu sein. Was haben wir da hinten? Nee, da ist auch... Nee. Ich hatte mir ein paar Sachen überlegt. Lass mich mal kurz überlegen. Was wollte ich denn machen? Ich wollte Kilten suchen, aufsuchen bei Nacht. Ich wollte mal schauen, ob wir mal wieder Erinnerungen hier, wisst ihr, was ich meine, ne? Finden können, ob ich da irgendein Gebiet erkenne, weil da haben wir ja auch ewig schon nicht mehr drauf geguckt. Und ich wollte, deswegen gehe ich jetzt auch gleich zum Akala-Institut, schauen, was wir genau brauchen für eine antike Beinbekleidung oder für eine antike Hose. Weil antiken Helm brauchen wir technisch gesehen gar nicht, glaube ich, wenn ich das Spiel richtig verstanden habe. Weil Midnas Maske hat ja... Moment, hier treibt sich doch auch irgendwo Kilten rum, jetzt wo gerade Nacht wird. Wobei, wir können eigentlich auch dann in ein anderes Dorf reisen. Das ist jetzt nicht die Problematik. Midnas Krone hat ja Antikabwehr. Das heißt, wir brauchen theoretisch nur noch den Beinschutz. Dafür brauchen wir noch 4 antike Zahnräder. Hallo, machst du die Tür auf? Ah, ich hab die Tür nicht getroffen. Mist. Hab ich... antike Pfeile. Ja, 5 Stück habe ich noch. Dann kann ich mal schauen, da unten ist ja auch noch ein Wächter. Wenn wir hier auf dem Wächterfriedhof, der hier ist,
keine antiken Zahnräder mehr finden, dann können wir ja mal den Wächter da unten liegen, dann kriegen wir garantiert noch welche zusammen, dann kriegen wir auch... Hallo? Ist hier wirklich nichts? Nix Loot? Bei dir auch nicht? Bei dir auch? Wirklich nicht? Okay, das ist sehr ernüchternd. Okay, ich habe die antiken Pfeile schon ausgewählt. Nicht, dass ich dann... Aua, das tat weh. Warum bin ich eigentlich so schlecht in diesem Spiel? Kann ich ihn bitte einfach... Dankeschön! Und jetzt sterbe ich an dem, oder was? Ja, ich sehe es kommen, ich esse lieber was. Ja, seht ihr, hätte ich jetzt nichts gegessen. Aber es sieht nach Zahnrädern aus. Guck mal, antike Achse, ja, nice. Zwei antike Zahnräder immerhin. Wie ich ihn einfach nicht getroffen habe. Zwei Stück brauchen wir immer noch. Mist. Dann reise ich jetzt erstmal nach KK Rico. Zu Kilton. Schau, ob der was Neues hat, weil da waren wir ja nicht mehr, seit wir den letzten Dungeon gemacht haben. Und dann schaue ich mal die Erinnerungen durch. Vielleicht erkennen wir ja den ein oder anderen Ort wieder. Dazu müssen wir aber erstmal durch den Ladebildschirm. Ladebildschirm. Ich sagte Ladebildschirm. Laden. Hallo. Hallo? Hallo? Spiel? Hallo? Danke. Danke! Wunderbar. Jetzt muss ich ganz kurz die richtige Rüstung anlegen. Um den Wasserfall hochzukommen. Da oben sehen wir Kilton auch schon. So, einmal nach oben. Ja, die Lünen, die sind auch so eine Sache, deswegen gehe ich auch noch nicht in die, wie heißt die Prüfung des Schwerts, wo wir unser Masterschwert verstärken können, weil da halt wohl einige Lünen auch kommen. Schlupper ich dir etwa einen Goblin oder... Ah! So ist es! Guten Abend! Womit kann ich dienen? Ich würde gern einkaufen. Ich habe ein neues Monster-Accessoire entwickelt und zwar die Leunenmaske. Oh. 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 Dieses Meisterwerk von Maske vermag Leunen zu täuschen. Profil es aus und staune. Aber geh vielleicht nicht zu nah ran. Im Moment hast du 3837 Money. Das klingt doch sehr interessant. Ja, die nehme ich doch mit. Die nehme ich doch mit. So, und dann schauen wir mal gleich in die Erinnerungen. Welche haben wir denn noch nicht? Die hier haben wir noch nicht. Die hier, ja. Ja, ne? Es ist halt ein Wald. Gibt's da irgendein... Kann ich das irgendwie mal genauer angucken? Da scheint es ja überhaupt keinen Anhaltspunkt zu geben. Und du bist ein kaputter Schrein und links hinten sieht man den Vogel. Na, was wir machen können, ist einmal... Moment, was tue ich denn? So, stimmt schon. Durch die ganzen Ställe reisen.
Da ist ja, wie heißt er, der Künstler, der uns ja immer Hinweise gibt auf die Bilder. Vielleicht finden wir durch Zufall ja ein richtiges Bild, also einen Hinweis auf eins der Bilder, die wir noch brauchen. Beziehungsweise auf eine Erinnerung, die wir noch brauchen. Ihr wisst ja, was ich meine. So. Zum Hayudama-Schrein und auf. Ist er nicht hier? Anscheinend nicht. Ah, vielleicht tagsüber. Dann werde ich jetzt hier erstmal etwas kochen. Wir brauchen ja auch wieder was zu essen. Wir haben ja hier, guck mal, hier in die Hand. 1, 2 Luxuswild. Weizen, Ziegenbutter und Rohrzucker. Na, das kann doch nur geil werden. Ein Fleischspieß, der 14 Leben wieder auffüllt. So, Schwertbananen, habe ich gehört, sind auch sehr nützlich. Was packe ich denn noch dazu? Ein Apfel. Da die ja unseren Angriff ein bisschen buffen. Oh, guck mal, 8 Minuten Angriffsbonus. Wird die Stärke des Angriffs dadurch auch erhöht? Hier gibt es doch auch irgendwelche. Es gab doch irgendwas, was die Effekte erhöht hat, oder? Erhöht die Geschwindigkeit, Angriffskraft, Abwehrkraft, lautlose Fortbewegung. Steigert die Abwehr, das ist schon mal sehr gut. Geschwindigkeit. Ich muss mich mal mehr damit auseinandersetzen. Komm, hier, Koch, Link, Koch. Dim. Warme Kraftmilch. Mit Bananen, also quasi eine Bananenmilch. Dann würde ich gerne mal mit dem Kürbis hier. Und dazu Luxusfleisch. Luxuswild. So. Wow, 1 Minute 50 erhöht die Verteidigung. So, wenn wir 2 reinpacken und das Fleisch, ich glaube, die Qualität vom Fleisch sagt nur aus, wie viel es am Schluss heilt, oder? Abwehrfleischkürbis nochmal 3 Minuten. Kann ich einfach 5 davon kochen? Bringt das was? Ich hätte vielleicht früher damit ein bisschen rumexperimentieren sollen. Oh, guck mal, erhöht die Angriffskraft Level 3. Wenn ich die einfach alle koche, das ist doch voll nice. Eigentlich, oder? Abwehr Level 3, auch jetzt nicht so. Nicht so kurz, ne? 4 Minuten sind 4 Minuten. So, und du warst ein Schleichling. Wenn ich von dir einfach 5 koche.
Vielleicht hätte ich einfach früher schon mal mit Essen arbeiten müssen. Es sich leiser schleichen in diesem Simpling-Gericht, bla bla bla. Achso. Ja, lässt mich 10 Minuten besser schleichen. Auch nicht schlecht. Ja gut, die kann man einfach kochen oder auch nicht. Was machen die denn? Wenn ich vielleicht... Sophia und ein Prinzessin-Enzian. Die scheinen ja wertvoll zu sein. Vielleicht bringt es auch was. Nein. Habe ich den falschen Pilz dazu gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nee. Drüm. Oh. Oh, der bringt auch viele Leben. Erhöht die maximale Ausdauer. Temporär. Ist auch nice. Ich hätte mich vielleicht früher mal mit dem Essen auseinandersetzen sollen. Ich muss mal gucken, in den Ställen hängen, glaube ich, auch ab und zu Rezepte. Kann das sein? Oder war das nur in Gasthäusern? Ah, dann war das nur in Gasthäusern. Sonst hätte ich da mal ein bisschen rumexperimentiert. Habe ich? Nee, ich habe mein allwissendes Buch nicht mehr da. Jetzt hätte ich geguckt, ob da vielleicht ein paar Rezepte drin stehen. Ich habe es auch nicht in Greifweite, oder? Nein, sieht nicht danach aus. Ärgerlich. Sonst hätte ich da gerne mal reingeguckt. Was machst du denn? Erhöht die Ausdauer auch. Also falls wir irgendwo hochklettern müssen oder so. Ich habe jetzt auch Angst, dass ich irgendwas... Ach du... Was war das? Fit-Karotten. Okay. Krass. Ich will jetzt auch nicht alles verkochen, falls ich irgendwas für irgendein besonders starkes Essen brauche. Mach dich schneller, 4 Minuten lang. Okay. Was habe ich denn noch alles? Herzen auffüllen, Angriffskraft, Geschwindigkeit. Ach komm, wenn ich davon 5 noch reinklatsch. Einfach mal ein bisschen ausprobieren, ne, mit dem Essen. Kochen mit Link. Mach dich schneller, 10 Minuten lang Level 2. Das klingt gar nicht so schlecht. Halt. Wenn ich einfach... Die überschreiben sich ja gegenseitig. Habe ich gar nicht dran gedacht. Das wäre Fail gewesen. Drüm. Level 3. Spurtkochobst. Das ist der Spurtlotus. Keine besonderen Effekte. Bla bla blub. Was haben wir da? Das sind auch wieder... Die Fische. Aber da habe ich... Auch keine Ahnung, wie stark die sind. Was ist das? Vielleicht klatsche ich den noch einfach dazu, weil ist ein preisgekrönter Fisch, ne? Kann also nur lecker schmecken. Abwehr plus 3 klingt auf jeden Fall geil. Angriffskraft, Angriffskraft. Schwertkapfer, Schwertschnapper. Der eine wird vermutlich besser sein. Füllt deine Ausdauer vollständig auf. Das ist doch was, das wünscht man sich gelegentlich, wenn man so am Berg hängt. Das hätte ich vielleicht früher mal gebraucht. Ich glaube, pro Stück wird er dann wahrscheinlich... Das wird jetzt 2 Ringe auffüllen, oder? Ah, sogar ein bisschen mehr. Schau mal einer an. Und ich davon ein paar reinklatschen. So, dann wird es jetzt halt so eine halbe Kochfolge. Level 3 Angriffskraft. Sehr nice. Kraft, sich schneller fortbewegen zu können. Ich glaube, da muss ich aber mir mal ein bisschen was durchlesen. Weil einfach so auf gut Glück probieren...
Maxi Barsch. Nee. Einfach hier auf gut Glück rumexperimentieren mit Rezepten. Kann ja auf Dauer auch nicht so gut gehen. Ich würde da gerne mal ein bisschen was ausprobieren. Das können wir in der nächsten Folge gerne mal machen. Da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Ich will nur noch mal ganz kurz hier ins Album gucken. Nee, das hier. Das Bild hatte ich die ganze Zeit im Kopf, weil ich war so, hä? Hatte ich wirklich nur zwei Bilder noch nicht? Aber es waren anscheinend noch drei. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und...